So, das ist der Salon. Ja, das ist doch toll, ne? So richtig schön im Dunkeln zeigen, dann kann man, da kann man noch, ja, jetzt bin ich nur gerade in einer blöden Situation. Ach, scheiß drauf. Ja, wir fangen einfach mal mit dem Schrank, der nicht wächst, kann weg an. Das ist der große Kleiderschrank. Und der bleibt auch, der bleibt bis in alle Ewigkeit, weil irgendwann erbe ich den. Der ist schon meine Uroma. Den möchte ich also auf jeden Fall behalten. Hier haben wir gerade Deckenverhau, weil daraus wird mein Sommeraufenthaltsplatz und das Wii Sports Balance-Board und ein paar Bügel. Und da haben wir meine, die gab es mal vor Jahren, da hat es geheißen, die bewegen sich wie echte Tiere. Und das fand ich damals so fancy, weil ich kein Haustier haben durfte. Da habe ich meinen ersten Hasen bekommen und dann ist die Katze da drauf gelandet und hat sich nie wieder bewegt seitdem. Ja, das ist der Kleiderständer, der zusammengekracht ist. Da ist jetzt nur noch so ein bisschen Zeug drauf. Nach dem Motto, Hauptsache noch übergangsweise was haben, wo man es schnell draufschmeißen kann. Das da ist mein Geheimnis, ehrlich gesagt. Das habe ich euch noch nie erzählt, aber das ist Mount Messi, wie wir ihn alle so nett liebevoll nennen. Das ist mein ganzer Vorrat von Sachen, die ich so hygienetechnisch brauche, wo ich aber immer weiß, dass ich es je nachdem nicht sofort kaufen kann. Also habe ich mir da angewöhnt, einen kleinen Vorrat zu haben. Und ja, der ist da jetzt halt. Das da ist, sind die zwei braunen Schränke, von denen ich erzählt habe. Und das ist der große braune Schrank des Horrors. Ich hasse dieses Ding. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich dieses Ding nicht leiden kann. Ja, das ist die Kiste, von der ich euch erzählt habe, wo ich noch unsicher bin, ob ich die da stehen lassen will, ob ich die überhaupt in dem Zimmer haben kann und will und ja. Wie man das dann macht. Das sind noch die Nachttische vom ehemaligen Bett. Dann hier das Eck ist das erste Eck, das ich freigeräumt bekommen habe. Hier steht fast nichts mehr. Also da müsst, ich weiß nicht, was in diesen weißen Kisten drin ist. Und da habe ich ehrlich gesagt auch Angst davor. Da sind noch Puppen von mir, die ich noch nicht weggeräumt habe von früher. Da ist unsere Heizung. Und da das Heizungsrohr ist noch so eine Frage, wo. Ah, wartet mal. Ich habe gerade was. Da sieht man es besser. Da ist das Heizungsrohr, wo dann noch die Frage ist, was damit passiert. Und die Püppchen. Das dann, dieser Schrank hier, der da. Das wird dann mal, wenn es soweit ist, mein Dinger, wo ich den Drucker draufstelle. Ja, das ist die Schräge. Da kommt dann ein Einbauschrank rein, wenn alles nach Plan läuft. Das alles. Zu 99%, also das da und drei von den Dingern da sind auf jeden Fall Kleiderkisten. Da habe ich noch meine ganzen Klamotten und so. Und da sind auch Decken und das kommt dann in den Einbauschrank rein. Das ist meine neue Lampe. Die habe ich euch ja schon mal gezeigt, glaube ich. Ja. Das ist mein Schnäppchen des Jahres. Erzähle ich euch irgendwann mal in einem Video. Aber das ist so ein, den, ach, wisst ihr, das, den habe ich gekauft für 80 Euro. Einfach so für den Sommer, damit ich ein Gerät habe, das dann mobil ist, damit ich dann dort arbeiten kann. Und ja, das da ist die Kommode, die behalte ich. Da kommt dann später mein Fernseher drauf und sowas. Aber da ist im Moment auch noch alles voll. Das muss auch noch weg. Und ja. Was gibt's noch? Ah, unser Staubsauger. Das ist der Staubsauger, unser bester Freund momentan. Da ist meine Mama ihr Winterbett und eine Waage, eine Mehrfachsteckdose. Das ist eine Lampe, die ich auch noch nicht sicher bin. Also wenn sie funktioniert, behalte ich sie. Wenn sie nicht funktioniert, kommt die auch weg, weil ja. Und ja, also gut. Und jetzt mal so ein bisschen Pläne hier.
Also da bis ungefähr zu dieser Lampe hier hoch. Also bis vom Platz her 2 Meter auf 2 Meter ungefähr. Schöne Formulierung über dieses ungefähr. Wird ein Regal, das dann so wie eine Trennwand zu dieser Tür da ist. Dann die beiden Schränke kommen dann direkt an die Trennwand so ran, hier also da unten, und sind dann wie so ein Ablegeding, wo man was drauflegen kann, vielleicht mal eine Tasse Tee oder so, wie auch immer. Dann hoffe ich, dass hier genug Platz ist. Müsste klappen, dass dann hier, das ist wegen dem eingebrochenen Dinger, sorry, dass dann hier dann auf dieser Fläche ungefähr noch ein Sofaplatz hat, welcher dann dort, also hier, ups, entschuldigt, hier einen Fernseher hinstellen möchte. Hier kommt ein Einbauschrank hin, wo dann mein ganzes Bettzeug reinkommt und ein paar Kisten, wie zum Beispiel hier die Druckerpatronen, ein bisschen Klopapier und da diese hier zum Beispiel, nur als Beispielkisten. Ja. Und dann ungefähr auf der Ebene von meinem alten Kindergartenprojekt, war mal zum Vatertag, kommt dann hier mein Schreibtisch hin. Der müsste dann ungefähr genauso lang sein wie das da. Und dann kommt da ungefähr so lange wie diese weißen Dinger Leo hin. Dann habe ich da noch so ein kleines bisschen Platz. Da könnte dann entweder, das muss ich dann schauen, entweder kommt da dann schon Sofa oder ich mache noch eine Stehlampe dahin. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, so eine schöne Stehlampe. Oder halt dann wegen dieses Ding da, wo dann der Drucker drauf ist. Das ist alles, was ich noch nicht weiß. Das muss ich dann, wenn es soweit ist, gucken. Ja. Ja. Hier haben wir die Klimaanlage. Die kommt dann nämlich zum Beispiel in das Zimmer da drüben, also in mein jetziges Kinderzimmer. Ah, hier haben wir ein bisschen Kunst selbst gemalt. Alles beides. Das habe ich selber gemacht. Das ist mein Verdunklungsvorhang, der kommt dann auch in das Zimmer drüben hin, weil die Gardinenstange zum Beispiel, die können wir auch nicht behalten. Da müssen wir dann auch was Neues hinmachen. Und ja, und dann wird die Wand ja auch in rosa gestrichen und da finde ich dieses Braun passt dann nicht mehr so gut. Ja, puh, ich glaube, dann habe ich euch jetzt alles soweit so gezeigt. Und das ist der Boden, also Parkettboden. Und da kommt dann noch ein Teppich hin. Ja, dann habt ihr jetzt mal so einen groben Blick. Ich ende jetzt mit diesem furchtbaren Chaosblick, wo man wirklich so sich denkt, aber das wird sich dann verändern. Und ja, ich werde euch ab jetzt regelmäßig auch im Zimmer mitnehmen. Weil ab jetzt ändert sich mehr hier drin und das Labern bringt da jetzt weniger, wenn ich euch dann nur erzähle, ja, und dann habe ich das und das, weil dann seht ihr das ja gar nicht. Ja, das war eigentlich alles. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir gerne ein paar Tipps in die Kommentare. Ja, das ist übrigens die Kommode. Da muss auch noch ein bisschen was rein, damit der Hase nicht drunter rennen kann. Und das zweite Ding ist hier drunter, muss auch noch was, aber das sieht man dann. Ja, gut. Ich wünsche euch jetzt eine wunderbare Zeit. Wir sehen uns wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.